Was macht eigentlich ein Suizid mit den Angehörigen? Ein Suizid ist für die meisten Angehörigen definitiv mehr als eine riesige Zerreißprobe. Die Verlassenen müssen sich mit der Bewältigung des eigenen stark veränderten Lebens auseinandersetzen und geraten darüber manchmal selber in krisenhafte Zustände, die bis hin zum eigenen Suizidversuch gehen können. Die einsetzende Trauer nach einem Suizid ist meist eine ganz andere als bei anderen Todesarten, weil sich zur Trauer auch noch Gefühle der Wut, der Hilflosigkeit, Selbstvorwürfe und auch Schuld mit dazu gesellen. Nicht jedem Angehörigen gelingt es zu verstehen, dass niemand Schuld an einem Suizid tragen kann, weil es sich auch um das falsche Wort handelt. Es geht um Verantwortung und nicht um Schuld. Kann jemand die Verantwortung an einer Depression tragen? Kann jemand die Verantwortung dafür tragen, dass die Betroffenen sich nicht behandeln haben lassen? Kann ein Angehöriger die Verantwortung dafür tragen, dass der Partner seinen Seelenzustand so gut versteckt hat, dass niemand etwas gemerkt hat? Nein, niemand trägt die Verantwortung für all diese Sachen und Schuld schon mal gar nicht. Trotzdem überschüttet unsere Gesellschaft Familien, in denen ein Suizid vorkam, mit Schuldvorwürfen. Tötet sich ein Kind, ist das Erste, was man hört, da muss ja was gewaltig schiefgelaufen sein in der Familie. Da werden Partner oder Eltern auch gern mal zu Mördern gemacht. Dass sich mein Partner nach einem Streit das Leben genommen hat, also nachdem das passiert ist, habe auch ich E-Mails bekommen, die mit den Worten "Du Mörder" begonnen haben. Das hat zu eigenen Suizidgedanken geführt. Kinder werden allzu oft von riesigen Schuldgefühlen geplagt, weil sie denken, dass ihr Verhalten dazu geführt hat, dass sich das Elternteil das Leben genommen hat. Vor allem dann, wenn vielleicht in den Wochen davor nicht alles so rosig lief, weil sie schlecht in der Schule waren oder was ausgefressen haben. Die Schuld wird von den Angehörigen auch ganz oft nach außen getragen. Das habe ich auch gemacht, weil ich nicht verstehen konnte, wie der behandelnde Psychologe das nicht sehen konnte und warum meine Brandbriefe im Vorfeld keine Beachtung gefunden hatten. Ich habe 3 Stück geschrieben. Es hat sehr viele Gespräche gebraucht, um zu verstehen, wie anders und kalkuliert sich mein Partner in den Therapiestunden verhalten hat. Wie viele Suizidenten hat er geschauspielert? Dazu kommt der Zweifel. Hinterbliebene zweifeln daran, ob der Mensch, der sich das Leben genommen hat, jemals glücklich in der gemeinsamen Beziehung war. Sie fragen sich, was war das für ein Mensch, den ich eigentlich als Mutter, Bruder, Schwester, Kind, Mann, Ehefrau, Freund kennengelernt habe und der mich jetzt durch diese Entscheidung des Suizides mit allen Konsequenzen allein zurückgelassen hat. Auch für mich stand nach dem Suizid meines Partners ein ganz großer Zweifel im Raum. Ich war es nicht wert, leben zu wollen. Ich war nicht gut genug dafür. Was werden sich Kinder fragen, deren Elternteil einfach so gegangen ist? Die Frage nach dem Warum treiben die Angehörigen und die Freunde sowieso in die tiefste Verzweiflung, weil es niemals eine Antwort darauf geben wird, wenn sich der Suizident nicht ausführlich in einem Abschiedsbrief erklärt hat. Dem Suizid liegt dadurch auch immer ein Geheimnis inne, mit dem man für den Rest des Lebens auch leben muss. Angehörige werden nach einem Suizid stigmatisiert und ausgegrenzt. Der Begriff des Selbstmordes wird mit einem Verbrechen assoziiert. Es gibt Opfer und Täter und Schuldzuweisungen. Manche Angehörige werden zu Tätern gemacht. Menschen aus dem nahen Umfeld vermeiden plötzlich den Kontakt oder brechen ihn ganz ab. Selbst Jahre später ist das Erste, was man von einem Menschen hört, na, das ist die, deren Mann sich umgebracht hat. Oder das ist die Familie, in der sich das Kind im Flur erhängt hat. Das hält sich mitunter Jahrzehnte. Und diese Dynamik führt nicht selten zur totalen Isolation dieser Menschen, weil sie sonst gar nicht weiter existieren können. Ein Suizid ist außerdem die endgültigste Form, eine Beziehung zu beenden. Es bleiben zahllose ungelöste Fragen im Raum. Man hat keine Chance, etwas zu erklären. Es ist die brutalste Form der Zurückweisung, die für Partner zum totalen Zusammenbruch des eigenen Selbstwertgefühls führen kann. Auch ich kann mich bei Jürgen nicht mehr dafür entschuldigen, dass wir gestritten haben und ich ihn so hart angegangen habe. Damit werde ich leben müssen. Ein Suizid kann auch zu unfassbarer Angst führen. Das stelle ich bei mir auch fest.
Ich habe so eine große Angst davor, dass ich einen potenziellen Partner wieder durch Suizid oder auch durch einen ganz natürlichen Tod verlieren könnte, dass es mir immer noch schwerfällt, mich sogar auf die Möglichkeit einer Beziehung einzulassen und sich alles in mir wehrt und ich gar nicht weiß, was passieren muss, dass diese Mauer fällt. Und ich würde mir sehr wünschen, sie fällt. Ein Suizid erzeugt auch Wut, extreme Wut und mitunter auch Hass. Ja, auch auf denjenigen und vor allem auf denjenigen, der gegangen ist, weil er oder sie einem das angetan hat, weil man plötzlich mit allem alleine dasteht, Schulden hat, die Kinder durchbringen muss und so weiter. Doch die Gesellschaft verurteilt die Hinterbliebenen deshalb. Über Tote redet man ja nicht schlecht. Doch Menschen, die sich das Leben genommen haben, haben nicht nur sich selbst etwas angetan, sondern auch allen Menschen, die sie liebten und mit denen sie in Freundschaft verbunden waren. So entsteht eine Mischung von Schuld und Wut, was sich gegenseitig anfeuert und auch bedingt. Und trotzdem ist Wut eine wichtige Emotion im Trauerprozess, die verhindern kann, dass die Trauer zur dauerhaften Depression wird. Emotionen müssen gelebt werden, damit sie nicht zur Krankheit werden. Und Emotionen werden zu Krankheiten. Der Wille zum eigenen Leben ist bei vielen Angehörigen ja dramatisch, nicht mehr existent. Ja, nicht selten kommt es wirklich zum eigenen Suizid. Es ist nicht möglich, sich auf etwas einzulassen, das Ablenkung, Erleichterung oder Freude verspricht. Man fühlt, denkt und handelt nur noch total destruktiv. Mitunter werden weitere Familienmitglieder nicht mehr wahrgenommen, weil das verstorbene Kind alles dominiert. Mütter vergessen, dass sie noch einen Sohn oder eine Tochter haben, die leben. Der Partner wird allein gelassen, weil die eigene Trauer eine haushohe Mauer um sie selbst errichtet. Jeder Aspekt des Lebens wird unerträglich. Ja, und wer da nicht aufgefangen wird, der verliert alles. Der eigene Suizid hat aber auch eine andere Funktion. Die Frage nach dem Warum hat er oder sie sich umgebracht, verändert sich in ein Warum lebe ich eigentlich weiter? Der eigene Tod würde nämlich die Trennung vom geliebten Menschen wieder aufheben. Wir wären wieder miteinander vereint. Da kenne ich einige Angehörige. Doch wie weit soll der Wunsch, wieder vereint zu sein, führen? Soll sich die ganze Familie das Leben nehmen? Ich kenne einige Menschen, die mehrere Familienmitglieder durch Suizid verloren haben. Das alles auszuhalten, ist die Hölle auf Erden. Hinterbliebene stehen vor einem riesigen Berg aus Schmerz und emotionalem Terror und auf allen Ebenen. Und die Aufgabe, die Wirklichkeit des Todes, den Tod als Realität anzuerkennen, den Verlust auszuhalten und eines Tages wieder ein erfülltes Leben zu führen, gelingt Angehörigen oft erst nach Jahren und schaffen es oftmals gar nicht. Mit Trees of Memory versuche ich dahingehend Hoffnung und Mut zu machen und wenn es irgendwie geht, eine Stütze zu sein. Denn es ist möglich, wieder erfüllt zu leben. Jeder Baum, den wir pflanzen, soll nicht nur an einen Menschen erinnern, sondern der soll wie eine Kerze in der Dunkelheit Mut machen. Und auch deshalb brauchen wir alle eure Unterstützung.